Es ist das Designerstück von Mercedes, der CLS. Schon in der dritten Generation kommt das viertürige Coupé jetzt auf den Markt. Auch die Preise sind bekannt. Los geht es im März 2018 für 68.127,50 €. Dafür bekommt man den CLS 350D mit einem rein 6-Zylinder-Diesel und 286 PS. Wer etwas mehr Leistung haben will, muss knapp 4.500 € Aufpreis für den CLS 400D berappen. Der hat zwar grundsätzlich dieselbe Maschine, kommt aber mit 340 PS und 700 statt 600 Newtonmeter Drehmoment. Damit geht der CLS in glatten 5 Sekunden auf 100. Bei dem 350er muss man 0,7 Sekunden länger warten. Auf der Benzinerseite wird zunächst mal nur ein Motor angeboten. Das ist ebenfalls ein rein 6-Zylinder, allerdings mit 367 PS und einer Beschleunigung von 0 auf 100 von nur 4,8 Sekunden. Der Benziner kostet in der Basis fast 71.000 €. Dazu gibt es natürlich diverse Extras. Die AMG-Line zum Beispiel. Ein Styling-Paket für 2.737 €. Oder auch das neue Mercedes-Cockpit mit den zwei Bildschirmen. Das ist nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, Serie, sondern kostet rund 1.000 € Aufpreis. Wer dann noch das große Navi-Paket Command Online will, bezahlt noch einmal 2.142 €. Aber wer sich mal mit den Ausstattungsdetails einer E-Klasse angefreundet hat, dem könnte diese Aufpreisliste bekannt vorkommen. Wer sich gleich für die exklusive Edition One entscheidet, bezahlt 12.495 € extra. Dafür hat man dann aber auch ein Sondermodell und den Motor darf man sich auch noch aussuchen. Erstmals gibt es das CLS Coupé auch als Fünfsitzer. Wer die Sitze umlegen will, bezahlt noch einmal 517,65 €. Wer wirklich vom technischen Fortschritt des CLS profitieren will, greift auch gerne mal zum Fahrerassistenzpaket und bezahlt in der Plus-Version knapp 2.400 € Aufpreis. Auch erstmals dabei eine vollelektrische Anhängevorrichtung für 1.142,40 €. Unter normalen Umständen kommt man demnach immer auf mindestens 75.000 bis 80.000 € für einen neuen CLS. Wer es günstiger haben will, der muss noch ein bisschen warten. Die Vierzylindermodelle, die kommen erst in der zweiten Jahreshälfte 2018.